Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch ein Video hochlade zum neuen Endboss, was für ein Bild ihr da spielen könnt und wie ihr den am besten besiegt und vor allen Dingen auch relativ easy besiegt. Und ich würde sagen, bevor ich in ein Bild und Analyse und so reingehe, schauen wir einfach mal rein in den Fight. Nochmal vielleicht für die, die neu dazugekommen sind. Eigentlich für die, die vielleicht noch Probleme haben mit dem Todespirscher. Es gibt nur zwei, also klar musst du, wenn der auf dich drauf geht, allem ausweichen. Anders als ich tank den ja die ganze Zeit. Aber im Prinzip gibt es nur zwei Sachen, auf die du aufpassen musst. Das ist einmal diese Uhr, die musst du kaputt machen. Und dann in seiner Ult das Face, was irgendwie halt sich die Augen zuhält. Ansonsten einfach schauen, dass du halt allem ausweichst. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Deswegen gibt es ja diesen Schildbild, der komplett auf Leben verzichtet und dafür halt komplett auf Schild geht. Damit geht das hier schon um einiges leichter, als wenn du dich um dein Leben kümmern müsstest. Ja. Ich kann gleich den Bild auch nochmal zeigen, für die, die es interessiert. Dann kann ich nochmal zeigen, was hier genau mit dem Schildbild wichtig ist. Ah, die Dinger immer drüber springen. Oh, guck mal, er ist schon in seiner Ult. Okay, in der Ult kann ich zeigen. Diese Dinger hier, da ist doch gar kein Fall hin. Der hat sein, da sieht man sein Gesicht. Ups. Man muss immer zu dem Typen gehen, der sich die Augen zuhält. Und dann einfach auch wieder in dem Kreis stehen bleiben. Und mir ist gerade aufgefallen, weil wir so unfassbar viel Schaden machen, kommt der gar nicht dazu, seine Uhren zu zünden. Normalerweise kommen ja vorher noch die Uhren. Ja, witzig. Zu viel Damage. Oh nein, nicht aufgepasst. Die hasse ich. Die hasse ich. Ich habe noch 481 Leben. Kein Problem für mich, ich bin Überlebenskünstler. Überlebenskünstler, wollte ich sagen. Ja, okay, ich glaube, das, was man einfach... Hier, das sind das Uhren. Ich glaube, das, was man einfach grundsätzlich sagen kann, ist, dass du hier ein Schildbild brauchst und kein Lebensbild. Also, wer hier mit 20.000 Leben reingeht und ohne Schild, der liegt halt nur auf dem Boden. Du musst einfach ein Schildbild extra für diesen Fight bauen, so wie ich es auch gemacht habe, weil... Sonst siehst du hier einfach kein Land. Ist halt einfach so. Da muss man tatsächlich mal einfach ein Bild bauen. Mann, das geht mir auf die Nüsse, wenn er immer hinter dem Ding da ist. Ah, Mist, so schnell kann doch niemand springen. Okay, das habe ich auch noch nicht, da ich keine Muni mehr habe. Aber der geht eh immer zweimal in die Ult, das ist echt doof. Geht gefühlt immer zweimal in die Ult. Ich muss ein bisschen was sammeln hier. Und dann Endspurt. Auf dem Boden, komm mal, kann ich mal so richtig schön in die Fresse hauen. Okay, die letzte Ult, die muss man noch überleben, dann hat man es geschafft. Ich würde mich echt interessieren, ob man mit übertriebenen Damage-Dealern es auch schafft, den nur einmal in die Ult zu lassen. Das geht bestimmt, wenn du so noch... Wenn du, ja, weil du wirklich so Helis wie ich nur hast, die 60 Millionen ballern. Aber... Oder so noch Glay. Digga, wo ist der? Da vorne.
Aber 2 geht ja auch gut klar. Ist halt doof, ne? Der dauert halt schon relativ lang im Gegensatz zu den anderen. Bis hier immer gut 6 Minuten drin. Oh Mann, ey. Immer diese Köpfe. So, Endspurt, Leute. Endspurt. Wenn du besser zielen kannst, nur auf Kopf gehen, aber das schaffe ich nicht. Ich bin froh, dass ich ihn überhaupt treffe. So, geschafft. Ich glaube, wenn eine Sache richtig klar geworden ist, dann, dass es unfassbar darauf ankommt, wie viel Schild ihr habt. Da könnt ihr den Bild hier nehmen, oben, und den könnt ihr 1:1 copy-paste auf jeden Charakter außer Glay nehmen und spielen. Ich habe jetzt hier Haley genommen, weil ich ein bisschen was ausprobieren wollte, das habt ihr vielleicht gesehen. Mit der dritten Attacke und mit der ersten Attacke kann man richtig, richtig krass Crit-Rate und Schaden hochstacken. Alleine hier 50%, 9 Stacks und hier 16 Stacks. Also es ist richtig, richtig cool, wenn man Haley als Gun-Build spielt. Komplett ohne rote Module. Und im Prinzip spielt ihr genau das gleiche wie hier auch. Flinke Finger jetzt nicht unbedingt, das ist schon eher Haley speziell, um die Fähigkeit schnell zu nutzen. Aber überwältigen ihr das Schild, damit habt ihr keine LP mehr, sondern nur noch Schild. Das ist natürlich das Maximalste, was ihr für den Boss machen könnt. Weil wenn ihr mit Leben in den Boss geht, dann werdet ihr selber merken, dass ihr euch immer Leben abzieht. Und das könnt ihr auch nicht einfach wieder regenerieren. Erhöhte LP, das braucht ihr, um mit dem überwältigenden Schild mehr Schild zu bekommen, weil ihr pro LP mehr Schild bekommt. Deswegen habe ich hier erhöhte LP drin. MP-Umwandlung für noch mehr Abklingzeit ist auch eher was für Haley spezifisch. Erhöhter Schild natürlich. LP-Umwandlung für noch mehr Schild. Dann hier Fertigkeit Kosten und Fertigkeit Stärke Modifikator, das ist auch wieder eher was für Haley. Das braucht ihr auch nicht unbedingt. Schussfokus, falls ihr nur mit der Knarre schießt. Und das finde ich ist auch super wichtig. Biosynchronschild. Damit könnt ihr dann LP wieder, könnt ihr mit den roten Bällen, die normalerweise LP wiederherstellen, auch euer Schild wiederherstellen. Also habt ihr hier Biosynchro-Schild, ihr habt perfektes Gegengift für den Pirscher, LP-Umwandlung, erhöhtes Schild, erhöhte LP und überwältigendes Schild. Das sind 6 Module, die ihr für diesen Bild braucht, um maximalen Schild zu haben. Das könnt ihr auch auf Kyle machen oder auf Ajax oder auf Enzo, überall im Prinzip, außer wie gesagt auf Glay, um dann den Boss zu besiegen. Als Waffe ist relativ egal, was ihr nehmt. Ihr könnt natürlich auf die Schwäche von ihm gehen, aber ihr könnt auch, wie ich hier, einfach irgendein LMG nehmen und richtig, richtig doll auf den Gegner einpreschen. Ich war immer so ungefähr bei 60, 65 Millionen Schaden über die 5 bis 6 Minuten. Ich denke, wenn ihr mehr solche krassen Damage-Dealer im Fight habt, da macht ihr vielleicht auch nicht ganz so viel Schaden. Aber ja, da solltet ihr auf jeden Fall ein LMG nehmen, falls ihr da mit der Waffe spielen wollt. Ihr könnt natürlich auch sagen, ey, ich spiele mit Haley den Sniper-Build. Aber dann wiederum würde ich euch auf jeden Fall raten, hier das Schild nicht zu vernachlässigen. Ich bin jetzt gerade bei 13.000 und da ist durchaus noch Luft nach oben, wenn ihr in den Komponenten noch ein bisschen mehr reinhaut. Bei den Komponenten habe ich einmal die Tapferkeitsdinger drin für 11% mehr Schild und einmal Invasorenspeicher und Invasorenprozessor drin für mehr Schild. Dann kriegt ihr alleine dadurch nochmal 22% und dann natürlich schauen, dass ihr überall LP und auch Schild drin habt, weil LP und Schild gibt euch halt mehr Schild. Und als Reaktor, da habe ich hier einen ganz schlechten. Ich habe einfach irgendeinen genommen, der oben Fertigkeitsstärke, bleibendes Vermächtnis hat. Das ist für mein Bild jetzt nicht so wichtig. Da müsst ihr dann, je nachdem, was ihr spielt, gucken, was ihr hier nehmt. Wenn ihr jetzt mein Bild nachspielen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall einen Frostmechanik-Reaktor nehmen und dann hier auf jeden Fall sowas nehmen wie Abklingzeit oder mehr Mana oder weniger Mana-Verlust. Also das, was ich hier drauf habe, das ist kompletter Humbug. Ja, und so ist es dann auch relativ easy, den Frostwächter meiner Meinung nach zu hunten. Das Ganze geht theoretisch auch in den Randoms, weil eigentlich jeder mittlerweile Bescheid weiß, ey,
ihr braucht Schild und kein LP, aber hier habt ihr nochmal schwarz auf weiß, wie ihr einen Build bauen könnt und vor allen Dingen ganz cool, meiner Meinung nach, Haley-Build, eine coole Alternative zu dem Sniper-One-Shot-Build, den man normalerweise auf Haley spielt. Übrigens, beide roten Module könnt ihr hier leider nicht nutzen im Gun-Build, das heißt, wenn ihr jetzt überlegt, oh, soll ich einen der beiden neuen roten Module nehmen, das lohnt sich leider nicht oder das passt nicht. Warten wir mal ab, in ein paar Wochen werden ja die anderen beiden roten Module von Haley kommen, vielleicht ist da dann was dabei, was hier im Bild mit reinpasst oder auch in den Sniper-Bild mit reinpasst. Gestern hatte ich euch ja schon erzählt, dass am 30. neues Update kommt. Wenn ihr nichts zu den Neuigkeiten und zum neuen Update verpassen wollt, würde ich mich natürlich selber ein Follow auf den Kanal freuen, selber ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.